Oh, wer ist denn alle schon da? Mal gucken. Noch mal eben gucken, wenn ich so einladen kann. Noch mal ganz schnell. Auf die Schnelle. So, die Frage ist jetzt, bin ich live oder nicht? Irgendwie sehe ich gar keinen, aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Manchmal gaukelt uns Facebook ja auch irgendwas vor und dann sind alle da und Facebook sagt, keiner da. Habe ich nämlich auch schon gehabt. Also meine Lieben, ich habe ja angekündigt, dass ich eine Kollektion heute vorführen werde. Und ja, ich habe das für 14 Uhr angekündigt. Leider hat sich das Ganze verspätet, all dieweil. Ich erzählte ja, dass wir an unserem Pool noch basteln. Und da kam ein Mega-Regenschauer und wir mussten nämlich ganz schnell die Sachen noch eben verstauen. Und deswegen hat das Ganze etwas länger gedauert. Sorry, sorry, sorry dafür. Aber ihr könnt das ja auch gerne nachschauen, gar kein Problem. Ich fahre dann einfach mal fort. Ich habe mir ausgesucht die Kollektion Be Unique Up and Stunning. Das ist eine Kollektion, wo ihr eigentlich alles drin habt, was ihr braucht, um euch schick zu machen. Ihr habt einmal drin eine BB-Cream, eine ganz tolle Feuchtigkeitscreme, die getönt ist und eine gute Abdeckung hat. In diesem Set ist dann noch enthalten. Hallo Michael, sei gegrüßt. In dem Set ist dann enthalten. Danke für die Herzeleins. In dem Set haben wir dann noch enthalten einen sogenannten Lip Plumper. Und zwar ist das der Hottie. Den habe ich mir heute in farblos ausgewählt, weil ich den in Kombination nutzen werde. Und zwar werde ich den in Kombination nutzen mit dem Lipstain, der ebenfalls in diesem Set drin ist. Ich werde heute mal eine kräftige Farbe nehmen. Ich werde mal die Farbe Skittage nehmen. Denn dieser ist auch drin enthalten im Set. Dann geht es um die Augen, dass wir was auf die Augen kriegen. Hallo Ascha, sei gegrüßt, meine Liebe. Wie geht's dem Jerome? Ich hoffe, es geht ihm besser, dem kleinen Mann. Sodele, was haben wir noch dabei? Wir haben was für die Augen dabei. Für die Augen haben wir zum einen. Ja, dieses Mal werde ich den Highlighter nutzen für die Augen, denn wir haben im Set drin einen Highlighter. Ihr könnt sowohl vom Hottie wie auch von der BB als auch von dem Lipstain jeweils euch die Farben auswählen. Ebenfalls von dem Highlighter könnt ihr euch eine Farbe auswählen. Dann ist noch enthalten, ebenfalls für die Augen, ein. Na? Ascha, wie heißt er? Das ist unser Dip and Draw Eyeliner. Nie ging es so leicht, einen Eyeliner zu zeichnen. Und dann habt ihr noch die Qual der Wahl der Mascara. Ihr könnt nämlich wählen: entweder 4D, das ist der Renner im Moment. Ihr könnt aber auch wählen: einen wasserfesten schwarzen Epic Mascara. Auch sehr, sehr gut. Ihr könnt aber auch wählen einen nicht wasserfesten schwarzen Mascara Epic. Oder ihr könnt wählen den braunen nicht wasserfesten Mascara, ebenfalls Epic. Ja, also ihr könnt euch da entscheiden, was ihr nehmen wollt. Hallo Mario, sei gegrüßt. Ich habe mich entschieden, ich werde heute den 4D Mascara nutzen. Für den habe ich mich entschieden. Den werden wir heute nutzen. Wir werden heute nutzen einen Highlighter, und zwar habe ich mir ausgesucht die Farbe Resistant.
Ist eine schöne Farbe, wie ich finde. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich habe mich entschieden für Dip and Draw Eyeliner in einem blauen Farbton. Und zwar den dunkleren Farbton. Die BB werde ich in einer dunkleren Farbe nehmen, weil meine Haut ist jetzt etwas gebräunt. Es ist Sommer. Dann nehme ich, brauche ich einen dunkleren Ton. Und deswegen nehme ich heute die Farbe Bisque. Und für die Lippen, dann nehme ich, wie gesagt, jetzt als erstes mal diesen Lippe-Booster, der die Lippen ein bisschen aufplampen lässt. Und zwar den farblosen Hottie. Auch den gibt es ja, wie gesagt, in mehreren Farben auswählbar. Hallo Sascha. Auch den gibt es auswählbar in mehreren Farben. Und wir werden nutzen den Lipstain, übrigens Kuss, wasserfest. Mega, mega, mega. Den werde ich in der Farbe Skittish nutzen. So, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich fange ausnahmsweise mal mit den Lippen an. Dann kann nämlich der Plumper schon mal wirken. Zum einen pflegt er die Lippen wirklich angenehm. Und das ist so angenehm, den auf den Lippen zu haben. Ja, also der hat eine schöne fettige Konsistenz, sodass die Lippen ordentlich das aufnehmen können. So, den habe ich jetzt erstmal drauf gemacht, der kann schon mal einziehen. So, dann nehmen wir die BB Cream. Welchen Pinsel nehme ich da heute? Da würde ich sagen, nehme ich meinen Kabuki-Pinsel. Und ihr Lieben, ich lege jetzt die Brille ab und ihr wisst, wenn die abgesetzt ist, bin ich eine Blindschleiche im Lesen. Vielleicht kann die Blindschleiche sogar besser lesen als ich. So, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, kommen wir zur BB. BB ist eine Feuchtigkeitscreme, die ist also wirklich stark konzentriert. Das heißt, im Winter oder auch jetzt im Sommer. Wer also viel, viel Feuchtigkeit braucht, der ist mit der BB immer bestens bedient. So. Dann werde ich das Ganze mal eben verteilen. Das ist immer der absolute frische Kick, wenn man so diese BB auf der Haut gibt. Das ist wirklich, als wenn man unter einer kühlen Dusche steht. Das ist wirklich so angenehm, das kann man sich kaum vorstellen. Und jetzt lechzt die Haut auch danach. Guckt, draußen scheint wieder die Sonne, aber trotzdem ist es ziemlich dunkel im Hintergrund. Laut meinem Handy soll ja noch einiges an Schauern kommen. Übrigens, über ein paar Herzen freue ich mich natürlich immer. Gebt mir doch mal ein Herz, wenn ihr mich sehen könnt. Da ist jemand dazu gekommen. Hallo! Eine Waltraut, wenn ich das richtig entziffern kann, weil ich die Brille nicht auf habe, liebe Waltraut. Ich hoffe, dass du Waltraut heißt. Ich muss doch mal gucken, weil Kissy sagte mir, ich soll doch einfach mal vielleicht Kontaktlinsen nehmen. Aber ich war seinerzeit bei Fielmann und die sagten, bei meinen Werten würde das nicht gehen, weil ich schlecht lesen kann, aber relativ gut gucken kann. Und das wäre wohl ein Problem, wenn man Kontaktlinsen nimmt. Weil da braucht man wohl immer irgendwie einen bestimmten Wert. So, kriege ich das auch noch ein bisschen weg da unten. Meine Mückenstiche. So, die Haut, die ist jetzt richtig schön erfrischt. Das ist richtig super, super angenehm. Das war die BB Cream. So, dann werde ich heute mal Folgendes machen. Ich werde es mir jetzt auf die Augen geben. Und zwar werde ich aus diesem Angebotsset einfach jetzt mal den Highlighter nehmen und den werde ich mir oben auf Augenlid auftragen.
sehen, dass ich den richtigen Pinsel erwische hier. So. Das ist, wie gesagt, Iridescent. Und den werde ich mir da oben jetzt drauf geben. Das ist auch eine schöne, helle, eine natürliche Farbe. So. Und dann werde ich das Ganze noch ein bisschen nach oben hin verblenden. Meine Lieben, was macht ihr denn so? Habt ihr noch Urlaub? Ich habe ja diese Woche noch Urlaub. Die letzten Tage brechen an. Wir haben ja schon Mittwoch. Und ab nächste Woche geht es dann richtig los. Da habe ich noch einen Tag mit der Kollegin zusammen, die mir dann quasi die Arbeit übergibt, die dann da im Urlaub liegen geblieben ist. Und dann habe ich ab Dienstag Kampftag, weil dann hat sie nämlich Urlaub. So. So, was ich noch machen werde, ich werde auch gleich, wo ich schon dabei bin, das Ganze ins Augeninnenwinkel, im Innenwinkel reingeben. So, da einfach mal so ein bisschen. Weil das macht das Auge optisch immer ein bisschen größer. So. Das haben wir schon. Ich werde noch mal eben ganz kurz meine Augenbrauen eben einmal mit einem Kajal nachziehen. Und zwar nehme ich den Prim. Weil irgendwie was für die Augenbrauen hat man ja immer zu Hause. Das ist nicht im Set enthalten. Aber die mache ich mir dann doch mal eben. So. Und da ist noch jemand dazugekommen. Hallihallo, ihr lieben Obst. Jetzt habe ich gerade mal falsch geklickt. Das ist ohne Brille, ist das aber auch wirklich immer doof. Ich klicke einfach mal aus weiße Feld. Ach, Nina. Nina und Sabrina, habe ich das richtig gelesen? Mit zugekniffenen Augen wird das dann ja manchmal was. Aber auch nur, wenn ich die Leute kenne. Wenn sich da jemand Fremdes reinschaltet, dann kenne ich den Namen, den kann ich meist auch nicht lesen. So kann ich es dann manchmal erraten. Nina, hast du frei oder hast du schon gearbeitet? Oder musst du noch arbeiten? Oder hast du gerade Pause? Draußen kommt der Bio-Müllwagen, den hört ihr bestimmt gerade. Quietsch. So, die Augenbrauen sind auch mal fix gemacht. Ich nehme gerade mal den Kajal Prim. Unsere Kajals und auch die Lipliner sind übrigens wisch- und wasserfest. Und kann man wunderbar im Schwimmbad benutzen. Bleibt drauf sitzen. So, was habe ich noch? Ich habe den Eyeliner. Wie gesagt, den Dip and Draw. Sollte man immer vorher einmal schütteln. Und dann ist das Eyeliner. Aufzeichnen eigentlich ganz einfach. Ihr seht, hier ist eine schöne, sehr, sehr dünne Spitze dran. Könnt ihr das jetzt besser sehen? Ja, ne? Ist eine ganz hauchdünne Spitze oder ihr könnt auch etwas breiter malen. Das liegt ganz an euch, wie ihr das möchtet. Ich ziehe immer das Augenlid nach außen. Und dann setze ich da an
Und dann einfach gerade nach hinten durchziehen. Noch einmal kurz drüber. Das ist also wirklich ganz, ganz einfach, ganz, ganz easy gemacht, wie ihr seht. So, dann gehe ich noch mal einmal da lang. Fülle das noch ein bisschen aus. So. So. Und das Ganze mache ich auf dem linken Auge auch gleich. Ich ziehe das einfach straff und dann einfach von vorne nach hinten. Einfach durchziehen. So. Das verdichtet den Wimpernkranz. So. Da gehe ich noch mal einmal hier unten lang und fülle das noch ein bisschen nach. So, wie gesagt, ganz einfache Geschichte. Da gehe ich auch noch einmal unten lang. Ihr könnt da wirklich sehr, sehr präzise mitarbeiten, auch dank der sehr, sehr feinen Spitze vorne. Das geht also, wie gesagt, ganz, ganz easy. Und auch der ist wisch- und wasserfest. Hallo, wen haben wir denn da noch? Den Namen kann ich jetzt im Moment nicht lesen. Ron, ach, der liebe Ron. Sei gegrüßt, mein Lieber. Schön, dass du da bist. So, das haben wir auch. Und jetzt kommen wir zu den Wimpern. Palim, palim. Und für die Wimpern habe ich mich heute ja, wie gesagt, für den 4D Epic Mascara One Step entschieden. Das ist der Mascara, das ist der neuere, den wir jetzt gerade haben. Der ersetzt unseren alten Mascara, den kennt ihr vielleicht noch. Wer hat denn angefangen oder die Firma Unique ist berühmt geworden mit diesem Mascara, mit diesem 3D-Mascara, wo einmal hier das Gel drin war, hier die Fasern drin waren und dann hat man das Gel aufgetragen, hat die Fasern aufgetragen, hat das mit dem Gel wieder versiegelt und dann hatte man Boom Lashes. Und das war also ein Mega-Erfolg damals, wie die Firma Unique gestartet ist. Die Firma Unique ist 2012 in den USA gestartet und nach Deutschland übrigens im August vor 4 Jahren gekommen. Deswegen auch dieses Kollektionsangebot, diese Reduzierung, einfach ein Geburtstagsgeschenk an alle. Also wirklich mit diesem Set, wie gesagt, habt ihr alles dabei. So, dann würde ich sagen, machen wir eben die Wimpern. Wie Sie sehen, sehen Sie da nicht viel bis gar nichts. Aber dem werden wir jetzt abhelfen. Dieser 4D-Mascara, der enthält übrigens die Fasern schon tatsächlich drin. Das heißt, ihr braucht nicht anzeichnen und versiegeln oder sonst was, sondern ihr macht das alles in einem Step. Auftragen, trocknen lassen und wenn sie länger sein sollen, einfach nochmal hinterher. Es regnet schon wieder. Also eben, meine Lieben, da hat es einen mega Schauer gegeben. Aber richtig, pladderdinass. Wobei, wir brauchen ja dringend, ganz, ganz dringend diesen Regen, ja. Also, wenn ich mal gucke, wie trocken das überall ist. Wo sind denn hier meine... Da. Ach, immer dieses Umrollen hier. Meine ganz wichtigen hier. Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Genau, dass wir dringend diesen Regen brauchen, weil die Natur, die ist derart trocken,
Wir sind gerade jetzt die Tage, wo wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, sind wir auch an Moorgebieten lang gefahren. Ich sage nur Emsfechte. Hallo, schönen guten Tag, Ricardo. Sei gegrüßt, mein Lieber. Und wir sind bei Emsfechte da lang gefahren. Da ist ja dieses große Moorgebiet, was ihr wirklich direkt von der Autobahn aus sehen könnt. Und was tatsächlich immer, immer wirklich ein See war. So viel Wasser war da drin. Und wir sind da lang gefahren. Und das ist trocken, das ist trocken, das ist so schlimm. Das ist gar nicht gut. Im vergangenen Jahr hat das Moor schon stark gelitten bei der Trockenheit, aber dieses Jahr wird es noch mal eins draufkriegen. Das ist nicht so schön. So, könnt ihr sie sehen, ja, ne? Und wie fein dieser Mascara auch diese Wimper macht, das seht ihr auch. Hauchzarte Wimpern, keine klumpigen Fliegenbeine. Der ist übrigens nicht wasserfest, aber was man natürlich machen kann, man kann vorweg den Epic nehmen. Dem Wasserfesten geht dann mit dem 4D drüber und versiegelt das dann vielleicht nochmal. Das wäre eine Alternative, dass man dann den trotzdem nutzen kann. Also ich habe das auch schon gemacht. So, wie immer kriege ich natürlich rum. Klecks Else hier. Stark, oder? Der Mascara ist mein Why damals gewesen, warum ich hier unbedingt mitmachen musste, weil hier gab es einen Mascara, der endlich Wimpern gemacht hat. Und dann gab es noch viele Whys dazu, weil die Firma Unique unterstützt Frauen und Kinder und Jugendliche, die missbraucht wurden. Das ist eine Mission von Unique, die ich übrigens ganz, ganz toll finde. Und mit allem, was hier verkauft wird, was auch ich kaufe, unterstützen wir diese Mission. Diese Stiftung, die Unique Foundation Stiftung. So, solange es noch nicht trocken ist, lässt es sich immer sehr gut wegwischen. Sieht gut aus, oder? Jetzt versuche ich mal wieder die unteren. Diese Bürste hat ja eine flache Seite und eine etwas längere Seite. Ich werde jetzt mal versuchen, mit der flacheren Seite unten die Wimpern zu erwischen. Unten ist immer nicht mein Ding, das wisst ihr. Aber wie sagt man so schön, Übung macht den Meister. Also probiere ich es halt.
Ja, meine hauchzarten Wimpern, seht ihr die? Die sind so zart, dass ich sie kaum im Spiegel sehe. Aber sie sind da. So, meine Lieben, jetzt werde ich noch eben, ihr wisst, ich habe eben den Lippenplumper aufgetragen. Ich werde ihn jetzt mal abnehmen, weil ich nämlich jetzt noch mal mit dem Stuffer Lipstain rübergehen werde. Jetzt sind meine Lippen schon mal schön gepflegt. Sind schön aufgeplumpt. Übrigens, das prickelt ein bisschen. Diese Hottie, der hat ja Chili drin, Pfefferminz drin. Und das ist ein ganz leichtes, angenehmes Brennen. Ja, was da auf den Lippen ist. Ganz leicht und angenehm. Aber somit füllen sich die Fältchen, die Lippenfältchen ein bisschen auf. Die Lippen werden etwas voller. Und das dann ganz gut. Weil jetzt kann ich schön den Skittish auftragen. Das ist der Lipstain. Skittish ist wisch-knutschfest und lässt sich nur durch Fette entfernen. Übrigens, der ist ganz flüssig, wie ihr seht, aber nichtsdestotrotz tropft aus diesem Fläschchen nichts heraus. Das bleibt nämlich da vorne dran, bleibt da stecken und es tropft euch nichts aus, selbst wenn in der Handtasche das mal geöffnet sein sollte. So. Da muss man immer relativ zügig reagieren, wenn ihr übergemalt habt, weil der zieht sofort in die Haut ein. Der zieht ein und hält euch über Stunden, vorausgesetzt, dass ihr nichts Fettiges esst oder trinkt, weil dann löst er sich. Ansonsten ist er also sehr, sehr gut, er zieht sehr ein. Schöne Farbe, ne? Skittish heißt das. Dieser Farbton, Skittish. Ich werde noch einmal drüber gehen. Na. Wie so ein Klon August. Ich muss ein bisschen trocknen. In der Zeit, wo der trocknet, werde ich noch mit dem Highlighter auch gleichzeitig noch ein paar Highlights setzen. Den Highlighter, den ich jetzt hier als Augen-Make-up quasi als Lidschatten verwendet habe, dann habe ich den hier im Augeninnenwinkel.
nochmal gesetzt. Und ich finde, der sieht doch echt schön aus, oder? Der hat doch was. So. Ein paar Highlights setzen. Kann man auch immer sehr gut hier oben noch bei den Augen ran. So. Guck, meine Lieben. Und das war es auch schon. Ich habe also gar nicht viel gebraucht. Nur ein paar Produkte. Wirklich nicht viel. Wir wollen mal gucken, ob der Lipstain schon fest geworden ist. Na, fast. Gleich ist er fest. Schaut. So, und das war's. Jetzt ist er getrocknet und jetzt bleibt er da, wo er ist. Das heißt, knutschen, was bis der Arzt kommt. Ihr könnt euren Schatzi knutschen, eure Kinder knutschen, knutschen, wen ihr wollt. Es sieht keiner, aber der bleibt drauf. Oder wenn ihr trinken geht, Kaltgetränke, alles, was nicht fertig ist, ihr habt keine Ränder am Glas. Könnt ihr so trinken, da färbt nichts ab, weil fest. Nichts zu sehen. Das ist der Stubber Lipstain. So, meine Lieben. Eben mal kurz gucken. Ah. So, Manuela, sei herzlich gegrüßt. So, ich erkläre nochmal ganz kurz dieses Set. Dieses Set ist Be Unique Up and Stunning. Besteht aus einer BB-Cream, extreme Feuchtigkeit und eine Tönung drin, also wirklich, dass man eine schöne frische Farbe hat. Gibt mehrere Farbtöne. Ihr könnt wählen, ob ihr den hellen, mittleren, dunkleren Ton möchtet. Knutscht das Tuch. Ja, Manu, das mache ich deswegen. Entschuldigung, wenn ich Manu sage, ich bin auch immer Manu. Das mache ich deswegen, um zu zeigen, dass diese kräftige Farbe, die ja nun wirklich der Hammer ist, dass da nichts abfärbt. Ne? Also ich zeige dir das nochmal eben. Knutschtest. Bing! Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und das ist doch cool, oder? Da hat man hier was, was von dem, was man aufträgt. So, wie gesagt, eine BB-Cream. Dann ist dabei ein Lippenplumper, ein Lippenbooster, der super auch zur Pflege geeignet ist, gerade jetzt im Sommer. Da ist bei einer der Lipstains. Wie gesagt, die Farbe könnt ihr jeweils auswählen, was ihr haben möchtet. Es ist dabei ein Dip and Draw Eyeliner. Auch da könnt ihr die Farbe auswählen. Es ist dabei einer der Mascara. Könnt ihr auswählen, wollt ihr wasserfest haben, wollt ihr nicht wasserfest haben, wollt ihr den 4D haben, wollt ihr wasserfest oder nicht wasserfest haben. Könnt ihr auswählen. Und last but not least noch einen Highlighter dabei. Der Highlighter, den man, wie gesagt, auch sehr, sehr schön einfach mal oben als oben fürs Lid nehmen kann. Übrigens, was man auch machen kann. Man kann da ein bisschen auf die Lippen geben. Und dann habt ihr so einen schönen Glanzeffekt. Auch das ist möglich. Das kann man auch noch machen. Seht ihr, habe ich gerade noch mal eben ganz schnell mir was überlegt, was noch geht. Also da ist also wirklich vieles mit möglich mit diesem Set. Und
Dieses Set beinhaltet eigentlich alles, was ihr braucht. Ich sag mal, ein Kajal hier, irgendwie was für die Augenbrauen, das habt ihr immer da. Das ist alles kein Problem, das braucht man nicht extra bestellen. Das hat man sowieso. Aber hier in diesem Set ist eben alles Weitere, was man braucht. Und ja, die Tagespflege ist gleichzeitig eine Foundation, wenn du so willst. Ne? Was für die Lippen, was für die Augen. Der Mascara, der immer ganz, ganz wichtig ist. Und ne, guck nochmal schön hier. Diese tollen, tollen Wimpern. Ganz, ganz fein. Und auch lang werden sie dadurch. Und man kann das auch noch länger machen. Ich kann ja auch Spaß jetzt nochmal beigehen. Noch eine Schicht auftragen. Dann geht dann nochmal ein Schuss in die Länge. Wichtig immer gut trocknen lassen, bevor die nächste Schicht draufkommt, weil sonst habt ihr die Fliegenbeine, wie ich sie jetzt öfter mal sehe, und das ist doch nicht so schön. Na, es geht also noch länger. Wie gesagt, der VD, der ist cool, weil der die zusätzlichen Fasern noch beinhaltet, die die Wimpern noch länger werden lassen. Ihr könnt also immer noch mal wieder drüber gehen, wenn ihr meint, die sollen noch länger, noch einen Fächereffekt haben. Die ersetzen also super gut die geklebten Falsies. Die braucht ihr nicht mehr mit diesem Mascara. Hat sich das erledigt. Hammer, oder? So, meine Lieben. Noch mal ein Pünktchen wegmachen. So. Ich glaube, so kann man mich in den Tag entlassen. Und zum Friseur muss ich die Woche auch noch, wie ihr seht. Es ist zu lang und wenn es zu lang ist, dann habe ich immer dieses Hörnchen da. Mit Brille kann ich das Hörnchen ein bisschen kaschieren, aber ansonsten leider nicht. Ja, nun bin ich fertig. Das war eine Ruckzuck-Vorführung. Ja gut, sie hat ein bisschen länger gedauert, weil ich vielleicht ein bisschen mehr dazu erklärt habe. Aber ansonsten ganz einfach, ganz easy. Für jeden nachzumachen. Nix, nix Schwieriges. Das geht also alles, meine Lieben. Kommen wir noch mal zu dem Preis. Der Preis dieses Sets. Übrigens, da gehört noch eine Tasche dazu. Ich vergaß es. Eine ganz, ganz, ganz schicke lilane Tasche. Ich werde euch das Bildchen dazu noch mal einstellen. Wie das aussieht. Die gehört übrigens auch noch dazu, damit ihr diese ganzen Produkte da auch einpacken könnt, damit ihr das nicht alles einzeln irgendwo in der Handtasche oder so schlüren müsst. Alles da reintun, entweder so damit losgehen oder in die Handtasche stecken, wie auch immer. Die ist extra dabei und die sieht auch noch schick aus. Die kann man sogar zum Ausgehen nehmen. Und Purple ist sowieso die Rennerfarbe im Moment überhaupt. Da seid ihr voll mit up to date. Und die sieht auch wirklich mega schick aus. Lila ist ja sowieso mein Ding. Ich brauche es euch nicht erzählen. Lila ist mein absolutes Ding. I love it. Und ja, die gehört dazu. Und der Preis, regulär, 158 Euro. Und das ist ja schon preiswerter. Wenn man nämlich die ganzen Preise zusammenrechnet, dann ist das in etwa um die 30 Euro teurer. Ja. Wenn ich alles einzeln kaufen würde an diesen Produkten, die ich euch gerade gezeigt habe. Oder ihr nehmt die Kollektion, die ja schon ermäßigt ist vom Preis her, nämlich nur 158. So, und jetzt, meine Lieben, haltet euch fest. Es ist der Geburtstag von Juni, der vierte in Deutschland. Und weil der vierte Geburtstag in Deutschland ist, hat Juni gesagt, werden die Kollektionen nochmal um 33% reduziert. Das heißt, der absolute Megapreis von 158 Euro, der wirklich ein Megapreis ist,
ist jetzt nur noch 126 Euro, meine Lieben. 126. Zieht euch das mal rein, was das für eine Ermäßigung ist. Bedenkt mal, alleine diese Creme kostet 42 Euro. Alleine der kostet 31,50. Also den habt ihr zum Beispiel geschenkt dabei. Ja, ihr spart nämlich 32 Euro. 32 Euro nur bei dem Kollektionspreis, abzüglich der Prozente nochmal, spart ihr 32 Euro. Also, ihr Lieben, da solltet ihr in der Tat zuschlagen, weil es ist wirklich ein Knallerpreis. Es ist mega und ihr seht schon, ihr habt im Prinzip ein volles Make-up. Ein bisschen Eyeliner, beziehungsweise hier oben noch Augenbrauen und fertig seid ihr. Na, man braucht nichts so gut. Man könnte jetzt noch einen Rouge auflegen, aber das muss nicht sein. Obwohl das Rouge könnte man zur Not auch noch mit dem Skittish ein bisschen machen. Ja, indem man ein ganz bisschen Farbe aufgibt und das verwischt. Die Möglichkeit ist auch noch gegeben. Mit dem Skittish könnte man auch tatsächlich auf den Augen noch ein bisschen was machen. Wer das möchte, auch da gibt es Möglichkeiten. Und von daher, es ist wirklich eine tolle Kollektion, ein toller Preis. Wir haben, wie gesagt, mehrere Kollektionen. Ich werde morgen und übermorgen auch nochmal online kommen. Die Zeit werde ich dann nochmal bekannt geben. Und da werde ich dann eine andere Kollektion vorstellen. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Jetzt, meine Lieben, entlasse ich euch in den wunderschönen Mittwoch, denn hier scheint jetzt wieder die Sonne. Nach dem riesigen Regen und nach dem Handy zu urteilen, sollte es eigentlich durchregnen bis heute Abend. Deswegen haben wir eben etwas länger gemacht. Deswegen war ich leider eine halbe Stunde später online als angekündigt. Und jetzt ist wieder total warm. Es ist wieder sonnig und wir können am Pool weiter basteln. Wir wollen ja das Sunny Tent aufbauen. Und dazu musste noch ein bisschen was an Vorbereitung getroffen werden, weil wir das nicht so eben hatten, wie sich das gehört. Und ja, die Bilder dazu werden kommen, sobald wir dann fertig sind. Und dann sind wir auch ganz gespannt. So, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst ein paar Herzen da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und vor allen Dingen teilt bitte, bitte, bitte dieses Video. Das würde mich auch super freuen, weil vielleicht habt ihr auch Freunde, vielleicht habt ihr Freundinnen oder so, die bei euch reinschauen und die dann sagen, boah, so eine Kollektion wollte ich immer noch mal haben. Jetzt ist der Zeitpunkt da, um sich die zu holen, solange sie halt verfügbar ist, ja, solange der Vorrat reicht. Wenn das ausverkauft, dann ausverkauft, das wisst ihr. Das geht manchmal sehr, sehr schnell. Und drum am besten schnell teilen. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich sage noch Bescheid, wann ich morgen online komme. Bis dann, bye bye, tschüss, tschüss, eure Lash Power. Ciao.